So, Alaris rückt gerade ein, dann kommt Ivar Gore heran. Ist auch eingerückt. Jetzt noch Luna Prospect und Calgary, dann sind wir startklar. Calgary kommt heran, alle Pferde in den Boxen, sechstes Rennen. Und Start zum Prilrennen. Ja, Burma King ist etwas langsamer abgesprungen und zunächst an die Spitze geht Ivar Gore mit Calgary. Dahinter an der Innenseite dann Barto dicht auf dem dritten Platz. Und so geht es hier Mitte gegenüber erstmal zur Sache. Dann ist an der nächsten Position Alaris bereits zu sehen. Innen dahinter Shining Rules. Dann geht es weiter mit Distant Day, Luna Prospect, Amazing Moon und etwas Abstand hat Burma King an letzter Position. Ausgangs der Kastanienallee, der Bogen und der Berg stehen als nächstes an. Ivar Gore begleitet von Barto, dahinter Calgary. An vierter Position ist Alaris dicht auf. Dann Shining Rules, etwa 2,5 Längen dahinter zu sehen. Mit Distant Day, Amazing Moon, Luna Prospect und Burma King. Es geht bergan. Die Führung weiter bei Ivar Gore mit Adrien De Vries, Barto dahinter mit Calgary. Jetzt rückt innen auch ein bisschen Alaris näher, ist an dritter Position dicht auf. Dann an fünfter Stelle Shining Roots for Distant Day, Amazing Moon, Luna Prospect und Burma King. Es geht jetzt in den Schlussbogen hinein. Ivar Gore weiter an der Spitze, außen Barto, dahinter an dritter Stelle Alaris mit Calgary. Jetzt wird außen Luna Prospect eingesetzt, weiter innen davon Calgary mit Shining Rules, die gerade erreicht, 400 Meter noch. Ivar Gore, dahinter versucht sich als erster Barto, weiter außen wird Calgary stärker, Alaris auf Platz 4 und von ganz hinten kommt jetzt Burma King, 200 Meter noch, Burma King, der wird extrem schnell an der Außenseite, Barto innen aber noch vorn, Burma King jetzt im Nachsetzen. Barto und Burma King. Barto ist vorn. Barto mit Alex Peach gewinnt vor Burma King. Amazing Moon noch Dritter. Dahinter Calgary Shining Rules, Luna Prospect, Ivar Gore, Alaris und Distant Day. Hier ist auch der vorläufige Richterspruch zum sechsten Rennen des Tages. Im Prilrennen siegte mit der Programmnummer 4 der fünfjährige Tertullien-Sohn Barto. Auf dem zweiten Platz die 5 Burma King, dritter die 8 Amazing Moon und vierter die 7 Calgary. 4, 5, 8 und somit ein Treffer für Besitzertrainerin Claudia Römer aus Weilerswist. Und im Sattel saß Alex Peach. Wir gratulieren.